Ach Gott. Ich habe meinen Notenständer schon kaputt gemacht, bevor wir raus sind. Kaputt? Ich wäre froh, wenn ich wieder mal einen Ständer kaputt machen könnte. Fang hoch, Feiler. Fang hoch, Feiler. Fang hoch, Feiler. Wir lassen heute einen Feiler mal aus. Fängst du an? Jetzt auch der gleiche Herr gekommen, bis dahin lachen die Leute. Das welche dich. Also, liebe Gäste, ihr kennt uns ja jetzt schon mittlerweile lang genug. Wer für euch ist Zielenko, wird feststellen, für unseren Viergesang fehlt Arne. Wir sind nämlich plus vier. Weil Arne für uns, der hupft momentan lieber mit ein paar Kängurus durch die australische Steppe. Seine Frau hat auch mitgenommen. Jetzt wissen wir nie, hupft er auf der Frau oder auf den Känguru. Aber das lassen wir jetzt einmal dahingestellt. Jedenfalls haben wir ein Problem. Hello, ihr lieben Leute, wir singen für euch heut. Wir stellen uns euch vor als Stavisne Viere Chor. Ihr seht, uns fehlt am Mann. Wir bräuchten dringend an, der halbwegs singen kann. Das wär so schön. Ja, mal sehen, vielleicht finden wir heute an. Der ist auch so ungezogen wie wir. Ach, der ist. Ja, der ist so ungezogen wie wir, den nehmen. Ja, den nehmen. Na? Schon. Schau. Wie auf Zurufen. Schaut Mollo hinten rein, das könnte doch Arne sein. Der Schüsse, der Schüsse, der Kuckuck singt, der wird jetzt einfach kauft und auf die Bühne geschafft. Ba-da-da-da-dam, ba-da-da-dam, schafft den Schüsse herbei. Sing ein Lied für uns vier, die Hände hast da doch noch frei. Bring uns rein, noch ein Bier, ihr. Sie wollen schon kurz und klar, die Sänge. Die Sänge. Ihr Leid, ich war schon ziemlich breit und sagte einfach, Hossa, 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 Ole! Kleine technische Panne. Wie es halt immer so ist, dass eine Premiere ist das größte Geschiss. Der macht das erst einmal mit, der weiß nicht, dass man ein Mikrofon einschalten muss, bevor man sieht. Na Moment, mir hat er gesagt, er ist bei der Musik, er ist eigentlich jetzt fürs Blosen zuständig. Ja, ich muss ja sagen, eingeschaltet war es, aber der Strom war weg. Sparmaßnahmen, Sparmaßnahmen. Habt ihr das jetzt alle verstanden? Wenn ja. Ihr muss da nochmal aus. Bin ich auf Sendung? Moment, Moment, wir spulen nochmal kurz zurück. Aber jetzt, wenn du nochmal ausgehst, ist der Gag natürlich weg. Das ist so ähnlich wie bei euch dann. Na, dann sing halt nochmal noch hin. Jetzt bin das erst einmal dabei, bis der Star dein Solo jetzt einmal mit Mikrofon sieht. Ja, das können wir noch. Ja, das machen. Machen wir. Damit er für das Stimmloch ja gleich reinkommt. Ne? Ja, noch? Ja. Also gut, also seid ihr fertig? Ja. Okay. Ich fand sie an der Bar, sie waren schon kurz auch klar. Die Sänge. Die Sänge. Sie sagten mir ihr Leid und ich war ziemlich breit und sagte einfach Hossa, 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 Hole! So. Also, geht doch. So, bist jetzt. Ja, da trinken wir jetzt einmal drauf. Bist jetzt angekommen bei uns, Jürgen? Es ist soweit jetzt in Ordnung. Und wie ist es so, wenn man als Jürgen die Vertretung von Jürgen übernehmen muss? Naja, für den Noma ist es keine große Umstellung, muss ich ehrlich sagen. Warum? Du hast doch Schüsse. Ja, und eine alte Schüsse war der auch, ja. Schüssel hast es, nicht Schüsse. Entschuldigung. So. Ich habe seit ich vorhin das Mariechen getroffen habe, ist irgendwie. Naja.
Er wird jetzt eigentlich was gesungen, ah, ich weiß auch nicht, ob der gesagt hat, wir wollen singen. Habt euch eigentlich schon erzählt, dass ich mich jetzt an Cadillac bestellt habe? An was hast du dich bestellt? An Cadillac. An Cadillac? Ja, das waren früher, das kennt ihr nicht mehr, Jungfüchs. Das waren so große Auto, da konntest du so richtig viel Benzin haben und so richtig über die Straßen brette Weiber aufreißen. Ach, na super, das kommt ja heute doch auch super braucht, so ein Auto, wo ein Haufen Benzin verbraucht, oder? Ich weiß wo. Bei den Spritpreise. Ja, ich weiß wo. Was trotzdem noch? Ich, wenn ich Geld genug hielt, dann wüsste ich, was ich dir. Ich mache nur einmal mein Auto tankgescheit voll. Ich tät mit heißen Raffen quer durch mein Fels durchrasen. Weil du gibt's keinen Verkehr mehr, das ist so schön. Also eigentlich finde ich ja das Bier trinken auf der Bühne immer ganz lustig. Aber was blöd ist, ist immer die Scheißbückerei und dass dann auch den blöden Schraubverschluss rummachen müsst. Ja gut, Philo, ich verstehe das, aber für mich hört sich das ein bisschen so an wie das Trinken auf der Bühne ist so blöd und müssen sich immer bücken und nicht Bier aufheben. So ungefähr hört sich das für mich an. So, jetzt hat er getrunken, jetzt mach einfach weiter. Hör auf, die sind eingeschlafen, weg sind die auf. Du klatscht da, ne? Willi, mein Freund. Ja, jetzt habe ich mich, letztens hat es mich so getramt, wenn ich jetzt mit meinem Cadillac so durch, weil ein Fels durchbreiten, so streckst da längs, quer, die streckst, naja, ich weiß es nicht. Oder. Duri, halt, Olsi Dori. Olsi Dori, genau. Für unsere auswärtigen Gäste, ne, Herr Hümmrich. Olsi Dori, oder so. Erche, denn ihr, wir nächsten Besuch, wir sind wieder büß. Auf jeden Fall hat es mich getramt, dass ich da gestern stecken bleibe und komm nicht mehr fort. Das wäre natürlich auch scheiße. Was soll ich da machen? Naja, wir werden dir mal eine Alternative vorschlagen, würde ich sagen. Hä? Okay. Früher war Wallenfels richtig stark befahrener Stadt. Dafür haben sie jetzt was uns keine hat. Aber die Umgehungsstraße ist nie das, was wir machen. Wir machen die Fußgängerzone, die so lang ist wie sonst keiner. Wir wollen wieder haben, badadadam, mit der Eisenbahn fahren, badadadam. Eisenbahn ist Kanado, badadadam, Arnoldwicht ist für die Show, badadadam. Wir wollen wieder haben, badadadam, mit der Eisenbahn fahren, badadadam. Eisenbahn ist Kanado, badadadam, Arnoldwicht ist für die Show. Show, yo. Finden wir zumindest, dass ich da zwischen Stawiesen und Wallenfels ein Radweg echt gut machen tät. Ja, mit den Flößen klappt es ja auch nicht mehr so, ne? Seid ihr den Bauch so, oh, Wallenfels vorbei, also der für uns zumindest. Aber ich glaube, eins kann man festhalten, ne? Wir wissen, wer die Schuldigen sind. Ja. F. F wie Rainbow. Das war der Einsatz. F wie fertig. Das mit dem Radweg klappt nie, weil unsere Freunde sind hier.
die von Nordhalben droben, die sich gerne auf Schienen austoben. Man wollte es ihnen verwehren, mit einem Bürgerbegehren. Doch das ist abgeschmettert worden, das war mir schön. Schade, schade, schade. Ja, die da oben auf ihrem Brunner, die haben das gleich gespannt gehabt. Was da laufen soll. Ganz großer Sport, ich weiß, das haben wir letztes Jahr schon gehabt. Aber da oben auf den Berg, da geht heute, oder letztes Jahr ist da ganz schön was abgegangen. Ne? Was ja auch schon wieder, weil jetzt geht noch mehr ab. Wer sind wieder Leidtragenden? Könntest du mich wieder in Zukunft vormachen, wenn er so scheiße zählt? So, da haben wir. Nein, mach nicht. Gut. Ja, stimmt aber. Also ja. Jetzt sind sogar manche Leute, wo ich es nie gedacht hätte, dass sie es jemals wären, modern. 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 In Schlegelzeit, in Schlegelzeit, ai. Da sind die Leute jetzt richtig frei, ai. Sie nutzen jetzt ihr Sauerkrumm, ai. Da drin liegt jetzt die Erfel rum, des Mochat Schmeckler sei. Da drin liegt jetzt die Erfel rum, des Mochat Schmeckler sei. Ihr ganzer Blut, das ganze Geschiss, ai. Jetzt auf dem Weg noch Weinfels ist, ai. Die Wallerfilzer Bürgerschaft sucht jetzt ganz beflissen. Stawiesen hat's jetzt endlich geschafft, jetzt wär mir gar zu geschissen. Stawiesen hat's jetzt endlich geschafft, jetzt wär mir gar zu geschissen. Ja, wie war das früher im Fernsehen? Wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist schon ein Pilzprojekt. Aber wir sind ja froh, wenn sie uns jetzt dann schon, vor allem nach dem heutigen Abend wahrscheinlich, in Malfels nicht mehr so gern mögen, können wir trotzdem... Da dreht mir ja gar nicht mehr auf. Könnten wir... Nein, verstehe ich nicht. Egal. Könnten wir trotzdem, ja, mit unserer neuen Errungenschaft da im Raum... Im Rodachtal. Nordhalm, Steinwiesen und Wallenfels. Verdammt, jetzt sind sie doch wieder dabei. Die sind zwar überall, gell? Können wir in dem Bereich auf jeden Fall mit unserer neuen Errungenschaft prahlen, wenn wir das mal so sagen sollen, ne? Und wie das funktioniert, das sagen wir euch dann jetzt. Rainbow? So langsam wird jetzt unsere Lieblingsband. Im Rodachtal kann ich jetzt überall hin, weil ich nun hoch angesehen bin. Müsso kann er Kassa mir warten, wenn ich zück mein Rodachtal kann. Johanna. Da gucken sie mich in den meisten Geschäfte blöd an, weil mir die bei ihnen mir verentkommen. Wenn du aller Geschäftsleut mitmachen, die Zoe zum Beispiel, das wäre so schön. Oh ja. Also eigentlich wollten wir ja die Strophen nie singen, aber das war quasi die Marketing-Strophen für Gerhard Wunde. So. Die lassen wir uns noch morgen auszahlen, wenn er da ist. Als nächstes kommen da Strophen, die wir auch nicht singen wollten. Also ihr merkt schon, wir wollen eigentlich gar nicht singen, wir werden halt jedes Jahr wieder dazu gezwungen. Aber es geht jetzt eigentlich darum, dass wir letztes Jahr so ein Lied als Zugabe gemacht haben, das ziemlich gut angekommen ist beim Publikum. Da haben wir uns natürlich gedacht, Popöchen, da machen wir doch heute gleich noch eine Strophen, vielleicht klappt das heute schon wieder. Moment. Gut, dass jetzt da auf der anderen Seite dann der Dieter ein wenig drunter leiden muss, der Dieter Rohe, ne, dann tut uns leid, aber... Wir müssen ja für die Wallfelser einmal kurz aufweichen. Ich meine, wir müssen ja auch gucken, wie die Reime so hinkommen, ne?
Also die nächste Strophe ist sehr, sehr schwierig zu verfolgen. Da sind nämlich wieder einige Wortgewandtheiten, die für uns hinterlistig eingebaut worden sind, drin enthalten. Wir bitten besonders den Refrain gesondert zu beobachten. Beobachten. So, vor allem mit den Ohren. Müssen wir, ja, vor allem. Müssen wir als erstes mal eine Rhythmusmaschine einschalten. Ja. Ja. Ja, mal aufziehen. Wimba, wim. Das ist der Stecker wieder raus. So. Das Buch, ja, was unsere Rhythmusmaschine. Ja. Dim, dim, da, da, dam, dam, da, da, dam, da, da. Ihr müsst aber leise klatschen, weil sonst höre ich nie, was wir sehen. Dam, dam, da, da, dam, dam, da, da, dam, da, 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 dam, dam. Es gibt so viele Schulfächer, da, da, dam, dam. Im Linksschrein waren wir meist schwächer, da, da, dam, dam. Das sagte zu uns Dieter Rohl, da, da, dam. Wenn ihr mit rechts schreibt, kommen Fehler seltener vor. Wir machen uns die Rotwildschrift zur Norm. Dann kommen wir alle wie ein Reh in Form. Rechtschreibreformen, das sind die Rechtschreibreformen. Rechtschreibreformen, das sind die Rechtschreibreformen. Euer Einsatz! 3, 4, Rechtschreibreformen, das sind die Rechtschreibreformen. Rechtschreibreformen, das sind die Rechtschreibreformen. Weil so gut geht gleich noch einmal. Rechtschreibreformen. Das Publikum lernt schon, die machen weiter. Rechtschreibreformen. Das sind die Rechtschreibreformen. Aber ich sehe schon, ihr habt es drauf. Ihr habt es total drauf. Ne? Also Applaus für euch. Das, danke, danke, danke. Das wird jedes Jahr besser. Er hat nicht dich gemahnt. Er hat auch mich gemahnt. Ja, Entschuldigung. Aus dem Publikum komm. Ich stehe in der mit. So. Meine Damen und Herren, ich darf Sie jetzt alle einmal bitten, die Taschentücher rauszuholen, weil die nächste Strophe wird ein bisschen traurig. Ja. Gruppenkuscheln. Gut, es hat jetzt nichts mit dem Zoarzt zu tun. Das komm her. Ist allgemein. Jetzt einmal in Ruhe. Ist noch nicht mal stream. Es hat vielleicht mal Zeit geben, da hat er uns gemöcht. Gell? Versaus uns nicht. Euch vielleicht. Gehst du mit? Hey? Hallo? Sie? Los, na, löscht gleich Zeitzeug Gas auch noch. Also es wird jetzt sehr traurig. Oh, ja. Ich würde mich meiner Tränen nicht schämen, wenn ich weinen müsste. Los. Es vorletzte Frühjahr war sehr schlimm. Dum, dum, dum. Da soll der Bund einen Haufen Geld verdienen. Dum, dum. Doch der Stolpe macht nur Scheiß. Dum, dum, dum. Soll toll Kollekt doch voran Laster schmeißen. Dum, dum. Überall auf der Welt verdienst damit Mauder Haufen Geld. Bloß bei uns der Durchblick fehlt. Da, da, dam, dam, dam. Und irgendwann kam sie dann doch. Hinterließ ein Haushaltsloch, dieses war milliardenschwer. Dum, dum, dum. Praxisgebühr und Dosenpfand, allerhand man jetzt erfand, unsere Konten wurden leer. Dum, dum, dum. Und irgendwann kam sie dann doch. Hinterließ ein Haushaltsloch, dieses war milliardenschwer. Dum, 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 Praxisgebühr und Dosenverband, allerhand man jetzt erfand, unsere Konten wurden leer. Dum, 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 da, da, dum, 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 da, da, dum, dum. Rot,
Rotglühendes Eisen. Herbert, dein Einsatz. Rotglühendes Eisen, weißglühendes Schaum. Es lebe, liebe ich und wir nämlich, trinken noch keinmal. Ja, er hat für seine Prinzessin Redeverbot. Aber wenn wir ihn auf der Bühne aufwarten dürfen, dann also müsse. Wir spulen jetzt ein bisschen vor. Herbert, dein Einsatz. Dann müsse. Na, wo na 96. 98! 99! Na, das geht. Prost, du Sachs! Also manchmal, ne, wenn man sich ganz anstrengt, kommt ein Prinzen zu was Gebrauch. Ja, aber ich befürchte, es wird für doch zu noch jetzt besser. Hey, habt ihr euch eigentlich schon mal gedacht oder überlegt, was ihr jetzt macht, wenn ihr da euer Geld für Liechtenstein wieder haben wollt, welche der Steueramnestie? Also ich hätte so am Ei oder Eichel vorbei. Fanrum quasi oder Eichel vorbei. Also ich wüsste, was ich da mache. Ja. Ich, wenn ich Geld genug hätt, Altersheim bauertät, hoch in der Rügnitz droben, könnten sich die Senioren austoben. Die Idee ist leider schöpfergeben, so ist es halt oft im Leben. Mir hauer jetzt noch kräftig an drauf und von ein zu. Ja, das wäre es dann schon wieder mal fast für heute gewesen. Ne? Wir wären jetzt an sich fertig, aber... Gott, also wenn jetzt die üblichen Zugaberufe kommen, dann machen wir jetzt gar noch einen. Aber... Dann gehen wir noch ein bisschen. Also wir probieren das mit Musik. Zugabe, Zugabe. Fishing for Compliments oder was? Selbst also, wenn ich jetzt denn hier irgendwas gesungen oder gemacht. Ganz ehrlich gesagt, also ich fand das Lied heuer auch scheiße, aber wir müssen eine Zugabe machen, weil hinter uns wird die Bühne umgebaut. Also ihr kommt so nicht drum rum, ihr kommt nicht drum rum. Ich habe mir jetzt gerade für so einen Elferrad, so ein leichter Zigaretten cool. Ich möchte nicht wissen, wie denn seiner Schwäne schmecken. So, und zwar, also wir haben uns gedacht, ne, nachdem wir jetzt so ein langsames, bedächtiges, trauriges, politisches Lied gemacht haben, machen wir jetzt noch irgendwas Lustiges, dass ich auch noch irgendwas zum Lachen habe. Nee, wir sind ja nicht zum Spaß da. Und zwar erzählen wir euch jetzt mit dem nächsten Lied den Wochenverlauf für manchen Elferrad. Den Wochenverlauf für manchen Elferrad. Moment, ich bin noch nicht so weit. Naja. Du stellst dich an wie voriges Mariechen. Als Maul halt drauf. Wäre das noch was, ja? Ja, eine andere Frage hole ich jetzt für Zecklo, weil die muss ich ja nicht singen. Also. Komm. Psst, Solo. Komm, ich hab... Ist total falsch. Ja, der Text war super, schon... Super, Solo nach die Hose gegangen. Das war perfekt getroffen. Komm, so, Moment noch. Ach Gott, was weiß ich, wie der Scheiß liegt. Komm, ich ham am Montagnacht, schleich psuffen durch den Flur. Da steht a Gestalt mit dem Nudelholz und die schaut auf die Uhr. Es tut mir wirklich leid, mein Schatz, doch ich kann nix dafür. A hätten rosa Elefanten hat die Strauß blockiert. Sei ruhig, du hast am Blätter, du bist doch wieder zusammen.
Dein Fahner stinkt, doch geh ich im Wind. Du glaubst wohl, dass ich tram. Wie komme denn so saufen? Was hosten wie denn ein? Mit deiner dummen Ausrede kommst du nie um mich vorbei. Am Dienstag such ich Schlüsselloch, an Riesenrausch im Gesicht. Da geh die Tür für selber auf und drinnen brennt schon Licht. Ich kauf ein Nächste für mein Schatz, hab mich nicht rumgetrieben. Im Kaufhaus ist die Rolltreppen für selber stehen geblieben. Sei ruhig, du hast am Blätter, die Nosen ist ganz rot. Du hast doch heute schon wieder über 3 Promille im Blut. Und so ein dummer Ausrede, die soll ich dich noch klamm. Du köst gebläu den ganzen Tag und traust dich ja noch harm. Am Mittwoch mit ans Eierla schleich ich die Treppen auf. Da krieg ich schon für hinten mit der Schaufel drauf. Mein Schatz, schau wie ich ausschau, braucht Pflaster und Arznei. Beim Dummeramt vom Görsch war heute eine Massenschlägerei. Sei ruhig, du hast am Blätter, du bist doch wieder blau. Und so ein dummer Ausrede, die glaubt dir doch keine Sau. Heut Nacht schläfst du im Viehstall, da küsst er nämlich hin. A kalter Brutzelsuppen, die gibt's noch morgen zu früh. Dann komm ich heim, entdonnerst dich nachts mit einiger Promille. Der Dämpfe mit dem Bücheleisen war schon fast zu viel. Ich wünsche ihrer Kummer, doch darf ich nicht mit nein. Im Bus für nur auf Starwiesen, da war kein Platz mehr frei. Sei ruhig, du hast am Blätterdar, du bist doch wieder zusammen. Dein Fahner stinkt, doch geh ich in den Wind. Du glaubst wohl, dass ich tram. Wie komme denn so saufen? Was hast denn wieder nein? Mit deiner dummen Ausrede kümmst du nie um mich vorbei. Am Freitagnacht auf aller Vier fuhr wie ein Haubitzen. Rutsch ich neid in Erfellöchler, doch dort uns da schön sitzen. Im Kehle auf an Arme und schmeißt mit Eierkuchen. Mein Schatz, ich muss für den Kirchenrat heut um den Teufel holen. Sei ruhig, du hast am Blätter, die Nosen ist ganz rot. Du hast doch heute schon wieder über 3 Promille im Blut. Und so ein dummer Ausrede, die soll ich dich noch klamm. Du küsst gebläu den ganzen Tag und traust dich ja noch harm. Am Samstag ist es selber wieder voll wie 1000 Russen. Mein Schatz, heute war Razzia von Ellerbrück bis Mussen. Haben in der Hosentaschen gezücht und fanden bloß die Löcher. Der Pfanner konnte ich ausweihen, aber nie im Baseballschläger. Sei ruhig, du hast am Blätter, du bist doch wieder blau. Und so ein dummer Ausrede, die klappt dir doch keine Sau. Heute Nacht schläfst du im Viehstall, du küsst da nämlich hin. A kalter Brutzelsuppen, die gibt's noch morgen zu früh. Am Sonntag komm ich nüchtern heim und da noch viel Zerball. Das Wirtshaus war geschlossen, da war Trauerfall. Was hat es zu bedeuten, wenn ich mal blöd frag darf? Am Teppich liegt mein Frau halt nackig und unterm Bett mein Chef. Sei ruhig, du hast am Blätter, du schwankst doch wieder schwer.
die Halluzinationen, die Kummer vom Likör. Jetzt hast es endlich zusammengebracht, brauchst nie zu lamentieren. Jetzt hast es kaufen, suffen, dein letztes bisschen hier. Na denn.